Neues Gespräch. Hallo Miriam. Wie geht es dir heute? Mir geht es gut, danke der Nachfrage. In Ordnung und du? Mir geht es gut, danke. Haben Sie die Durchsicht des Haushaltsberichts abgeschlossen? Noch nicht. Ich arbeite noch daran. Ich werde am Nachmittag fertig sein. Großartig. Ich brauche das für das morgige Meeting. Ich werde das priorisieren. Benötigen Sie sonst noch Hilfe? Vielleicht brauche ich tatsächlich Hilfe bei den Präsentationsfolien. Natürlich kann ich Ihnen dabei helfen. Was willst du? Ich benötige einige Grafiken und Diagramme, um Verkaufsdaten anzuzeigen. Können Sie diese erstellen? Natürlich werde ich sofort daran arbeiten. Danke, Maria. Du bist ein Lebensretter. Es ist okay. Michael. Teamwork lässt Träume wahr werden, oder? Definitiv. Haben Sie übrigens gehört, dass das neue Projekt naht? Ja, habe ich. Klingt aufregend. Werden wir einbezogen? Ja, unser Team wird es leiten. Ich denke, das ist eine große Chance für uns. Das sind gute Nachrichten. Ich freue mich darauf. Ich auch. Treffen wir uns später, um unsere Strategie zu besprechen. Es sieht aus wie ein Plan. Bis später. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag, Mary. Du auch, Michael. Neues Gespräch. Hallo Miriam. Wie geht es dir? Hallo Michael. Nicht schlecht, danke. In Ordnung und du? Mir geht es gut, danke. Welche Kurse belegen Sie dieses Semester? Ich belege Englisch 101 und Date 203. In Ordnung und du? Ich bin in Mathematik 105 und Chemie 201. Sind Sie mit dem Unterricht zufrieden? Englisch ist großartig. Aber Geschichte ist etwas langweilig. In Ordnung und du? Mathe ist schwer, aber Chemie ist interessant. Habt ihr Pläne für das Wochenende? Nicht wirklich. Nur eine kleine Studie. In Ordnung und du? Ich denke darüber nach, mit einigen meiner Freunde ins Kino zu gehen. Möchtest du uns beitreten? Danke für die Einladung. Aber ich muss eine Aufgabe erledigen. Vielleicht ein anderes Mal. Es ist okay. Vielleicht nächstes Wochenende dann. Was magen Sie tun gerne während Ihrer Freizeit? Ich liebe es, Bücher zu lesen und spazieren zu gehen. In Ordnung und du? Ich liebe es, Videospiele zu spielen und Sportveranstaltungen zu schauen. Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen jüngeren Bruder. Er ist in der Highschool. In Ordnung und du? Ich habe eine ältere Schwester, die als Krankenschwester arbeitet. Leben Sie gerne auf dem Campus? Praktisch, aber manchmal laut. In Ordnung und du? Ich wohne in einer Wohnung außerhalb des Campus. Leiser, aber ich muss pendeln. Was ist Ihre Branche? Ich studiere englische Literatur. In Ordnung und du? Ich studiere Ingenieurwesen. Schwierig, aber interessant. Welches ist Ihr Lieblingsbuch? Ich liebe To Kill a Mockingbird. In Ordnung und du? Ich bin ein Fan von The Great Gatsby. Sind Sie ins Ausland gereist? Nein, noch nicht. Ich hoffe, nach dem Abschluss reisen zu können. Waren Sie schon einmal im Ausland? Ja, ich habe eine Zeit lang in Europa studiert. Es war eine unglaubliche Erfahrung. Hast du ein Haustier? Ich habe eine Katze namens Mustache. Magst du Tiere? Ja, ich habe einen Hund namens Buddy. Haustiere sind tolle Begleiter. Kochst du gerne?
Ich bin nicht sehr gut darin, aber ich versuche es. In Ordnung, und du? Ich kann tolle Spaghetti machen. Möchten Sie einmal gemeinsam zu Abend essen? Klingt natürlich lustig. Lasst uns planen. Neuer Vortrag. Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung, und du? Mir geht es so gut, danke. Hattest du ein gutes Wochenende? Ja, habe ich. Ich war im Schwarzwald spazieren. Es war wunderschön. Es hört sich toll an. Ich wünschte, ich könnte bei dir sein. Du solltest das nächste Mal auch kommen. Sehr erfrischend. Ich werde es auf jeden Fall in Betracht ziehen. Übrigens, hast du die Hausaufgabe verstanden? Ja, meistens. Aber ich hatte eine Frage zur letzten Ausgabe. Ich kann Ihnen dabei helfen. Lass uns einen Blick darauf werfen. Danke, Michael. Du bist immer sehr hilfsbereit. Kein Problem. Wir sind hier, um gemeinsam zu lernen, oder? Definitiv. Ich genieße diese Lektion wirklich. Ich auch. Der Lehrer ist großartig und der Stoff ist interessant. Und die Atmosphäre ist sehr freundlich. So macht Lernen Spaß. Ich stimme zu. Eine unterstützende Umgebung. Haben Sie darüber nachgedacht, an einem Sprachaustauschprogramm teilzunehmen? Ich habe darüber nachgedacht. Sieht nach einer großartigen Gelegenheit aus. Ist es wirklich? Sie können mit englischen Muttersprachlern üben. Das wird wirklich hilfreich sein, um meine Sprachkompetenz zu verbessern. Darüber hinaus können Sie neue Freunde aus verschiedenen Kulturen finden. Das ist natürlich ein Bonus. Ich werde es mir ansehen. Du solltest, dadurch habe ich tolle Freunde gefunden. Dann werde ich mich auf jeden Fall anmelden. Danke für Ihren Vorschlag. Gern geschehen, Michael. Ich denke, es wird Ihnen gefallen. Planen Sie weitere Reisen durch Deutschland? Ich denke darüber nach, nächsten Monat München zu besuchen. Wurden Sie gefunden? Ja, ich war mehrmals dort. Es ist eine lebendige Stadt. Ich kann es kaum erwarten, es zu erkunden. Vergessen Sie nicht, die Brezeln zu probieren. Sie sind die besten. Ich werde dies zur Kenntnis nehmen. Danke für den Tipp. Wann immer du willst, Miriam. Ich gebe immer gerne Reisetipps weiter. Du bist ein echter Reisender, nicht wahr? Ich liebe es, neue Kulturen und Orte kennenzulernen. Das ist bewundernswert. Ich hoffe, eines Tages so viel zu reisen wie du. Das wirst du, Mary. Behalten Sie einfach Ihren Sinn für Abenteuer bei. Das werde ich, danke für deine Ermutigung. Sicherlich. Manchmal brauchen wir alle einen kleinen Anstoß. Da hast du recht. Es ist leicht, in einer Routine stecken zu bleiben. Deshalb ist es wichtig, immer wieder nach neuen Erfahrungen zu suchen. Weise Worte, Michael. Ich werde mich daran erinnern. Es freut mich, das zu hören. Wir sind alle gemeinsam auf dieser Reise. Du hast recht. Wir können viel voneinander lernen. Definitiv. Das macht diesen Kurs so besonders. Ich kann nur zustimmen, Michael. Wir haben Glück, hier zu sein. Das sind wir wirklich, Mary. Machen wir das Beste daraus. Auf jeden Fall, Michael. Lasst uns gemeinsam lernen, entdecken und wachsen. Neues Gespräch. Hallo, Mary. Wie geht's? Hallo, Michael. Mir geht es gut, danke. In Ordnung, und du? Mir geht es großartig.
Ich bin etwas müde von der Arbeit. Ich kenne dieses Gefühl. Ich hatte auch einen langen Tag. Ja, die Arbeit kann manchmal ermüdend sein. Übrigens, haben Sie die Nachrichten über den Stau gesehen? Nein, habe ich nicht. Was ist passiert? Auf der Autobahn kommt es zu einem schweren Unfall, der Verkehr sperrt sich kilometerweit. Es hört sich sehr schlimm an. Ich bin froh, dass wir im Bus sitzen und nicht in diesem Schlamassel stecken bleiben. Definitiv. Im Bus ist es viel bequemer, als im Stau zu sitzen. Wir können uns auch entspannen und müssen uns keine Gedanken über das Fahren machen. Wahr. Und es gibt uns Zeit zum Plaudern und Austauschen. Das ist wahr. Wie läuft es mit deinem neuen Job? Anspruchsvoll, aber aufregend. Ich lerne viel. Das ist schön zu hören. Ich bin stolz auf dich. Danke, Michael. Du bist immer sehr unterstützend. Dafür sind natürlich Freunde da. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Wie war dein Wochenende? Hallo, Michael. Es war großartig. Danke. Ich bin mit ein paar Freunden spazieren gegangen. In Ordnung, und du? Klingt lustig. Ich hatte ein entspanntes Wochenende zu Hause. Habt ihr Pläne für diese Woche? Ja, ich habe am Mittwoch ein Meeting mit dem Marketing-Team. Wir müssen die neue Kampagne besprechen. Oh ja, das ist wichtig. Ich habe am Freitag eine Präsentation für meinen Kunden. Dazu benötige ich einige Daten von Ihrem Team. Natürlich werde ich dafür sorgen, dass ich Ihnen das bis Mittwoch zuschicke. Haben Sie übrigens schon das neu eröffnete Restaurant im Stadtzentrum ausprobiert? Noch nicht. Ist es eine gute Sache? Ja, ich war am Samstag dort und das Essen war köstlich. Wir müssen diese Woche zum Mittagessen dorthin gehen. Das klingt nach einer tollen Idee. Lasst uns für Donnerstag planen. Perfekt. Donnerstag ist es. Ich freue mich darauf. Neues Gespräch. Hallo, Mary. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Danke. Wie geht es dir? Mir geht es auch gut. Danke. Welche Übungen hast du heute vor? Ich denke darüber nach, heute etwas Cardio zu machen. Du? Ich denke auch darüber nach, Krafttraining zu machen. Großartig. Vielleicht können wir später zusammen Cardio machen. Natürlich. Mit Freude. Welches Krafttraining machst du? Heute werde ich Rücken- und Schulterübungen machen. Gute Wahl. Ich denke darüber nach, mich auch auf meine Beine zu konzentrieren. Wie viel Gewicht verwenden Sie? Ich verwende derzeit 10 Pfund Hanteln. Ich verwende das gleiche Gewicht. Du hast eine gute Balance gefunden. Vielen Dank. Ich habe mich im Laufe der Zeit verbessert, seit ich dieses Unternehmen gegründet habe. Das ist es. Du musst weitermachen und weitermachen. Definitiv. Welches Cardio-Training bevorzugen Sie? Normalerweise laufe ich lieber auf dem Laufband. Manchmal fahre ich auch gerne Fahrrad. Radfahren ist ein großartiges Cardio-Training. Ja, es macht Spaß und ist effektiv. Wann fängst du an? Ich kann jetzt anfangen, ist es für dich in Ordnung? Klar, fangen wir an. Großartig. Also fangen wir an. Neues Gespräch. Hey, Mary. Warst du schon einmal auf diesem Flughafen? Nein. Es ist mein erstes Mal hier. Es sieht riesig aus. Ja. Einer der verkehrsreichsten Flughäfen des Landes. Hoffentlich haben wir genug Zeit,
um unseren Anschlussflug zu erreichen. Solange es keine Verzögerung gibt, ist es in Ordnung. Ich hasse es, in langen Warteschlangen an der Sicherheitskontrolle zu warten. Ich auch. Lasst uns für alle Fälle früh da sein. Wissen Sie, wo sich der Check-in-Schalter unserer Fluggesellschaft befindet? Ich glaube, es ist im 2. Stock. Schauen wir uns die Schilder an. Gute Idee. Lass uns eine Karte besorgen. Schauen Sie, da ist ein Starbucks. Möchten Sie einen Kaffee trinken? Klar, ich kann ein Koffeinpräparat gebrauchen. Ich nehme einen Latte, ja? Ich nehme bitte einen Cappuccino mit. 2 mittelgroße Latte Macchiato und ein Cappuccino, bitte. Haben Sie noch Donuts übrig? Mal sehen. Ja, es gibt Blaubeermuffins. Großartig. Lasst uns eines finden, das wir teilen können. Hier ist unser Kaffee. Lass uns einen Tisch finden. Dieser Flughafen ist sehr beschäftigt. Ich frage mich, wohin alle gehen. Wahrscheinlich im ganzen Land und auf der Welt. Es ist spannend, an all die Orte zu denken, an die Menschen reisen. Ich stimme zu. Reisen ist ein wunderbares Erlebnis. Hey, um wie viel Uhr startet unser Flugzeug? Ich denke, es wird in einer Stunde oder so sein. Wir müssen unseren Kaffee so schnell wie möglich austrinken. Rechts. Ich möchte nicht zu spät zu unserem Flug kommen. Schauen wir uns die Abflugbildschirme unseres Gates an. Unser Tor ist B23. Lass uns bald dorthin gehen. Es sieht so aus, als würde unser Flugzeug pünktlich abheben. Keine Verzögerung. Es war eine Erleichterung. Ich freue mich auf unsere Reise. Ich bin auch Mary. Es wird ein tolles Abenteuer. Vielen Dank, Michael, für die Organisation dieser Reise. Du bist der Beste. Es ist mir ein Vergnügen, Mary. Lasst uns tolle Erinnerungen schaffen. Lasst uns auf jeden Fall gemeinsam neue Orte erkunden. Unsere Tür ist direkt vor uns. Zeit, das Flugzeug zu besteigen. Wir gehen auf eine tolle Reise, Michael. Hallo zu neuen Abenteuern, Mary. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung und du? Mir geht es gut, danke. Sind Sie bereit für das Software-Projekt-Treffen? Ja, ich habe alle notwendigen Unterlagen vorbereitet. Großartig. Beginnen wir mit der Überprüfung des Projektzeitplans. Sicherlich. Wir sind auf dem Weg, die Frist einzuhalten. Gut zu hören. Gibt es Probleme mit dem Entwicklungsteam? Nein. Sie arbeiten effizient. Die Kommunikation ist nahtlos. Großartig. Wie sieht es mit dem Budget aus? Haben Sie Bedenken? Das Budget liegt innerhalb der von uns zu Beginn festgelegten Grenzen. Perfekt. Lassen Sie uns die bevorstehenden Meilensteine besprechen. Der nächste Meilenstein ist für nächste Woche geplant. Sind sich alle Teammitglieder ihrer Pflichten bewusst? Ja, ich habe die Verantwortlichkeiten klar kommuniziert. Gute Arbeit, Mary. Ihre Führung macht den Unterschied. Danke, Michael. Danke für Ihre Unterstützung. Lassen Sie uns nun über mögliche Risiken sprechen. Haben Sie welche identifiziert? Bei der Integration von Drittanbieter-Software besteht ein geringes Risiko. Lassen Sie uns darauf achten und einen Notfallplan erstellen. Annahme.
Wir sollten auch regelmäßige Fortschrittsbesprechungen einplanen. Ich dachte dasselbe. Wöchentliche Treffen reichen aus. Das funktioniert bei mir. Es stellt sicher, dass alle in Harmonie sind. Apropos Compliance. Wie ist das Feedback unserer Kunden? Sie sind mit den bisherigen Fortschritten zufrieden. Das sind gute Nachrichten. Kundenzufriedenheit ist unsere Priorität. Auf jeden Fall, Michael. Unser Ziel ist eine erfolgreiche Projektabwicklung. Gibt es noch etwas, über das wir heute sprechen sollten? Ich denke, wir haben alles abgedeckt, was auf der Tagesordnung stand. Wunderbar. Vielen Dank für dein Engagement, Mary. Danke, Michael. Lassen Sie uns weiterhin zusammenarbeiten. Definitiv. Lassen Sie uns dieses Projekt zu einem großen Erfolg machen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Einen schönen Tag noch. Du auch, Mary. Bis zu unserem nächsten Treffen. Tschüss, Michael. Neues Gespräch. Hallo, Miriam. Wie geht es dir? Hallo, Michael. Mir geht es gut, danke. In Ordnung, und du? Nicht schlecht, danke. Ich war in letzter Zeit mit der Arbeit beschäftigt. Ja, ich weiß, was du meinst, die Arbeit kann sehr hektisch sein. Definitiv. Wie auch immer, ich bin in die Bibliothek gekommen, um für ein Projekt zu recherchieren. Wow, interessant. Worum geht es in Ihrem Projekt? Es geht um erneuerbare Energiequellen und deren Auswirkungen auf die Umwelt. Das scheint wichtig zu sein. Finden Sie die Informationen, die Sie benötigen? Ja, ich habe einige nützliche Bücher und Artikel gefunden. In Ordnung, und du? Was führt Sie heute in die Bibliothek? Ich kam, um ein Buch abzuholen, das ich reserviert hatte. Es war ein Roman, den ich schon lange lesen wollte. Es ist gut, es ist auch immer gut, in der Freizeit Bücher zu lesen. Wie heißt das Buch? Es heißt Stiller Garten. Dies ist ein Kriminalroman. Hört sich interessant an. Sagen Sie mir, wie es Ihnen gefällt, wenn Sie fertig sind. Wird machen. Wie geht es deiner Familie? Es geht Ihnen gut, danke. Mama und Papa haben letzte Woche ihr Jubiläum gefeiert. Das ist so süß. Bitte leiten Sie meine Glückwünsche an sie weiter. Werde ich, danke. Was ist mit deiner Familie? Danke, dass du gefragt hast, meine Schwester hat gerade ein Baby bekommen. Also freuen wir uns alle darüber. Wir gratulieren ihm. Tante zu sein muss aufregend sein. Es ist sicherlich. Wie auch immer. Ich muss los und mein Buch holen. Es war schön, auf dem Laufenden zu bleiben. Michael. Du auch. Mary. Genießen Sie Ihr Buch und treffen wir uns irgendwann auf einen Kaffee. Es sieht aus wie ein Plan. Seien Sie vorsichtig. Du auch. Mary. Tschüss. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Wie geht es dir heute? Guten Morgen, Michael. Mir geht's gut, danke. In Ordnung, und du? Mary, hast du etwas Zeit? Ich muss mit dir über etwas reden. Natürlich, Michael. Was hast du im Kopf? Mary, kannst du mir bei diesem Bericht helfen? Ich stecke ein wenig fest. Selbstverständlich stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Wobei benötigen Sie Hilfe? Michael, das Treffen ist für 14 Uhr geplant. Vergiss es nicht. Danke für die Erinnerung, Mary. Ich werde dafür sorgen, dass ich pünktlich da bin. Mary, ich habe gehört,
dass du nächste Woche in den Urlaub fährst. Wo gehst du hin? Ja, ich fahre zur Entspannung nach Hawaii. Ich kann es kaum erwarten. Michael, würdest du mir bitte den Hefter geben? Natürlich bist du. Mary, hast du deine Präsentation im Kundengespräch beendet? Ja, ich habe es gerade fertiggestellt. Ich werde es Ihnen zur Überprüfung zusenden. Michael, hast du den neuen Projektvorschlag auf deinem Schreibtisch gesehen? Noch nicht. Ich werde gleich einen Blick darauf werfen. Mary, haben Sie Vorschläge zur Steigerung der Produktivität unseres Teams? Ja, ich denke, es könnte nützlich sein, ein neues Zeitmanagement-Tool zu implementieren. Michael, lass uns in unserer Pause einen Kaffee trinken und das bevorstehende Projekt besprechen. Sieht nach einem Plan aus, Mary. Wir treffen uns im Pausenraum. Neues Gespräch. Hallo Mary. Wie war dein Tag? Hallo John. Es war ein ziemlich guter Tag. In Ordnung und du? Okay. Es war ein wenig beschäftigt. Wie läuft das Studium? Sie machen es gut. Ich hatte heute meine Wirtschaftsprüfung. Aber ich denke, sie ist ganz gut gelaufen. Was ist mit dir? Ich hatte eine Präsentation in meinem Marketingkurs. Es war nervenaufreibend. Oh, ich bin mir sicher, dass du einen tollen Job gemacht hast. Im Marketing gelingt ihnen immer etwas. Danke, Sarah. Das bedeutet viel. Wie geht es Ihrer Wirtschaft? Hast du Spaß? Ja, das tue ich. Besonders der Teil über Markt- und Verbraucherverhalten. Und wissen Sie, es ist wirklich wichtig, diese Konzepte in der heutigen Welt zu verstehen. Sie haben recht. Das Verständnis der Wirtschaftswissenschaften ist in vielerlei Hinsicht von Vorteil. Ja, das ist wirklich so. Übrigens, gehst du dieses Wochenende zum Fußballspiel? Ja, das bin ich. Ich habe mein Ticket bereits gekauft. Kommst du? Ja, ich dachte, es würde Spaß machen. Ich treffe mich vor dem Spiel mit Emily. Möchtest du uns beitreten? Ich würde mich freuen. Vielen Dank für Ihre Einladung. Neues Gespräch. Hallo, mein Name ist Michael. Hallo Michael, mein Name ist Mary. Schön, dich zu treffen, Mary. Ich bin auch froh, Michael. In welcher Klasse bist du? Ich bin in der 2. Klasse. In welcher Klasse bist du? Ich bin auch in der 2. Klasse. Wirklich? Dann sind wir in der gleichen Klasse. Ja, genau so. Welche Lektion gefällt dir am besten? Am besten gefällt mir der Malkurs. In Ordnung und du? Ich mag den Matheunterricht. Ah, ich verstehe die Mathematik nicht wirklich. Vielleicht kann ich dir helfen? Wirklich? Ich wäre sehr zufrieden. Natürlich. Warum nicht? Wann können wir anfangen? Wir können ab morgen beginnen. Großartig. Was ist deine Lieblingsbeschäftigung? Am liebsten zeichne ich. Vielleicht kannst du es mir auch beibringen? Sicherlich. Zeichnen macht so viel Spaß. Es wäre toll. Dann werden wir eines Tages zeichnen. Ja, ich freue mich darauf. Was ist also dein Lieblingsspiel? Ich spiele gerne Verstecken. Ich mag auch Verstecken. Dann können wir vielleicht eines Tages gemeinsam Verstecken spielen. Wir haben auf jeden Fall viel Spaß. Welche Art von Büchern liest du denn gerne? Ich liebe Abenteuerbücher am meisten. Meine liebsten Abenteuerbücher. Dann können wir gemeinsam einen Buchclub gründen. Das ist eine gute Idee.
Das dachte ich auch. Wann können wir unser erstes Date nach der Schule haben? Wir können es am Montag nächster Woche machen. Das ist toll. Dann bis Montag. Ja, ich freue mich darauf. Ich bin Michael. Dann sehen wir uns morgen in der Schule. Mary. Wir sehen uns morgen in der Schule. Michael. Guten Tag. Mary. Guten Tag. Michael. Neues Gespräch. Hallo. Ich bin Michael. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Hallo Michael. Ich bin Mary. Freut mich, Sie kennenzulernen. Freust du dich auf die Reise? Ja, ich bin es. Ich fliege zum ersten Mal. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist sicher. Hast du alles eingepackt? Das denke ich auch. Ich habe mein Gepäck noch einmal überprüft. Großartig. Wo gehst du hin? Ich fahre zu einem Geschäftstreffen nach New York. Das klingt interessant. Ich besuche dort meine Freunde. Waren Sie schon einmal in New York? Ja, mehrmals. Wunderschöne Stadt. Ich kann es kaum erwarten, es zu erkunden. Reisen Sie zum ersten Mal alleine? Ja, ich reise normalerweise mit meiner Familie. Es wird dir gut gehen. Flugbegleiter sind hilfreich. Danke, das ist beruhigend. Wie lange dauert Ihr Flug? Etwa 4 Stunden Flug. Das ist nicht so schlimm. Bringen Sie ein Buch mit oder schauen Sie sich einen Film an. Ich habe meinen Kindle eingepackt, damit ich viel zu lesen habe. Clevere Wahl. Ich habe auch mein Tablet mitgebracht. Habt ihr Reisetipps? Seien Sie nicht dehydriert und versuchen Sie, im Flugzeug zu schlafen. Ich werde daran denken. Oh, hier kommt die Flugbegleiterin. Hallo, können wir bitte etwas Wasser haben? Danke schön. Also, Michael, was machst du beruflich? Ich bin Softwareentwickler. In Ordnung, und du? Ich arbeite in der Marketingabteilung eines Technologieunternehmens. Sehr cool. Wir haben ähnliche Interessen. Ja, Technologie ist faszinierend. Es ist Zeit, unsere Sicherheitsgurte anzulegen. Flugzeug startet. Auf geht's. Ich hoffe, dass es ein reibungsloser Flug wird. Machen Sie sich keine Sorgen, wir sind in guten Händen. Freude am Fahren. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Wie war dein Wochenende? Guten Morgen, Michael. Es war großartig. Danke. Ich ging im Lake District spazieren. In Ordnung, und du? Das hört sich gut an. Ich hatte ein entspanntes Wochenende zu Hause. Also zu unserem Projekt. Okay. Lass uns das besprechen. Hatten Sie Gelegenheit, den Haushaltsvorschlag zu prüfen? Ja, habe ich. Ich denke, es ist etwas hoch. Können wir versuchen, einige Kosten zu senken? Das hatte ich vorhergesagt. Ich habe bereits mit dem Finanzteam gesprochen und sie arbeiten daran. Gut zu hören. Wie sieht der Zeitplan für dieses Projekt aus? Unser Ziel ist es, in 2 Wochen zu beginnen und in 3 Monaten fertig zu sein. Okay. Das scheint machbar. Übrigens, wie geht es deinem neuen Auto? Es funktioniert gut. Danke der Nachfrage. Letzte Woche musste ich es tatsächlich zur Reparaturwerkstatt bringen. Wirklich? Was war falsch? Nur ein paar kleinere Probleme wie Bremsen und klappernde Geräusche. Sie haben es schnell behoben. Ich muss auch mein Auto warten lassen. Können Sie einen guten Mechaniker empfehlen? Natürlich kann ich.
Ich gehe zu einem vertrauenswürdigen Geschäft in der Nähe meines Hauses. Ich sende Ihnen Kontaktinformationen. Danke, Maria. Das wird wirklich hilfreich sein. Kein Problem. Ich helfe gerne. Hast du übrigens das letzte Fußballspiel gesehen? Leider habe ich es verpasst. Wer gewann? Unsere Mannschaft gewann das Spiel mit 2:0. Es war ein spannendes Spiel. Das sind gute Nachrichten. Die Highlights muss ich mir später ansehen. Definitiv. Wie auch immer, zurück zu unserem Projekt. Okay. Lassen Sie uns den Zeitplan weiter besprechen und dem Team Aufgaben zuweisen. Annahme. Ich werde eine E-Mail mit dem aktualisierten Budgetvorschlag zur Überprüfung verfassen. Perfekt. Mary. Vielen Dank für Ihre harte Arbeit an diesem Projekt. Gern geschehen. Michael. Teamwork lässt Träume wahr werden. Wirklich, Mary. Wir sind ein tolles Team. Neuer Vortrag. Guten Morgen, Maria. Was für ein wunderschöner Tag in Deutschland. Guten Morgen, Michael. Ja, die Sonne scheint. Perfekt zum Erkunden. Sollen wir zuerst das Schloss besichtigen? Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich habe gehört, es ist atemberaubend. Definitiv. Danach können wir authentische deutsche Küche probieren. Ich kann es kaum erwarten, einige traditionelle Gerichte zu probieren. Sauerbraten und Bagels sind ein Muss. Vergessen Sie nicht die Schwarzwälder Kirschtorte. Sicherlich. Es ist nicht ohne Grund weltberühmt. Ich bin so froh, dass wir uns entschieden haben, unseren Urlaub hier zu verbringen. Ich auch. Deutschland hat so viel Geschichte und Kultur zu bieten. Apropos. Haben Sie sich historische Touren angeschaut? Ja. Heute Nachmittag gibt es eine Führung durch die Altstadt. Es klingt faszinierend. Ich würde gerne die Geschichte der Stadt erfahren. Und die Architektur hier ist einfach atemberaubend. Ist es wirklich? Der Mix aus Alt und Neu ist sehr interessant. Und auch die Weihnachtsmärkte werden bald eröffnet. Ich kann mir die Festivalatmosphäre schon vorstellen. Es ist eine der besten Zeiten, um die deutsche Kultur kennenzulernen. Ich freue mich schon sehr darauf. Haben Sie Ihre deutschen Sätze aufgefrischt? Ein wenig. Guten Morgen. Danke. Bitte. Das ist ein guter Anfang. Die Leute schätzen die Mühe. Ich hoffe, ein paar freundliche Einheimische zu treffen. Die Deutschen sind für ihre Gastfreundschaft bekannt. Ich habe gehört, dass die öffentlichen Verkehrsmittel ausgezeichnet sind. Ja, es ist sehr effektiv und einfach zu navigieren. Dies wird unsere Reise einfacher machen. Wenn wir Rat brauchen, können wir jederzeit fragen. Das ist wahr. Einheimische kennen normalerweise die besten Orte. Außerdem begeistern mich malerische Zugfahrten. Die Aussicht hier soll spektakulär sein. Besonders in ländlichen Gebieten und entlang von Flüssen. Wir müssen unsere Kameras mitbringen. Definitiv. Wir werden diese Erinnerungen verewigen wollen. Apropos. Haben Sie die Wettervorhersage überprüft? Ja. Es sieht so aus, als würde es in den nächsten Tagen klar werden. Das ist toll. Sie müssen sich keine Sorgen über Regen machen. Und die Temperaturen sind auch ziemlich angenehm. Ideal für Spaziergänge in Parks und Gärten. Botanische Gärten sollen wunderschön sein. Ich kann es kaum erwarten, die verschiedenen Pflanzen zu sehen.
und Museen sind voller Geschichte und Kunst. Ich habe gehört, dass die Kunstszene in Deutschland lebendig ist. Ja, insbesondere in Städten wie Berlin und München. Für ein paar Museumsbesuche müssen wir uns Zeit nehmen. Definitiv. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, die Kultur kennenzulernen. Ich hoffe auch, einzigartige Souvenirs zu finden. Märkte werden ein guter Ort zum Anschauen sein. Vielleicht stoßen wir auf ein paar versteckte Schätze. Das ist immer der spaßige Teil des Erkundens. Und die Sprachbarriere sollte keine allzu große Herausforderung darstellen. Die meisten Leute hier sprechen ziemlich gut Englisch. Es war eine Erleichterung. Es wird die Fortbewegung erleichtern. Außerdem ist es eine tolle Gelegenheit, etwas Deutsch zu lernen. Definitiv. Ich hätte gerne noch ein paar Sätze. Es wird immer geschätzt, wenn man versucht, die Landessprache zu sprechen. Ich stimme zu. Es zeigt Respekt vor der Kultur. Mary, es sieht so aus, als hätten wir einen wundervollen Urlaub vor uns. Auf jeden Fall, Michael. Ich kann es kaum erwarten, mit der Erkundung zu beginnen. Neuer Vortrag. Guten Morgen, Maria. Ist das nicht ein wunderschöner Tag, um Deutschland zu erkunden? Guten Morgen, Michael. Absolut. Die Sonne scheint und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was dieses Land zu bieten hat. Haben Sie eine Liste der Orte erstellt, die Sie besuchen möchten? Ja, ich habe ein paar im Sinn. Angefangen mit der historischen Altstadt. In Ordnung, und du? Ich würde gerne die Burgen am Rhein sehen. Auf den Fotos sehen sie atemberaubend aus. Klingt gut. Vielleicht schaffen wir das morgen. Lassen Sie uns heute in die lokale Kultur eintauchen. Definitiv. Ich habe gehört, dass es in der Nähe einen Markt gibt. Möchten Sie es überprüfen? Es klingt perfekt. Ich liebe es, lokale Märkte zu besuchen und verschiedene Lebensmittel zu probieren. Leckere deutsche Köstlichkeiten werden wir auf jeden Fall finden. Und vielleicht sogar ein paar Souvenirs. Apropos Souvenirs. Haben Sie schon welche gekauft? Noch nicht. Aber gestern habe ich auf dem Weg zum Hotel einen süßen kleinen Laden gesehen. Dort machen wir nach dem Markt eine Pause. Ich möchte traditionelle deutsche Figuren kaufen. Gute Idee. Und vergessen Sie nicht, etwas von der lokalen Küche zu probieren. Die Würste hier sind berühmt. Ich habe von Würstchen gehört. Vielleicht finden wir ein süßes kleines Restaurant zum Mittagessen. Perfekt. Am Abend können wir uns eine traditionelle deutsche Musikaufführung ansehen. Das scheint ein toller Abschluss des Tages zu sein. Ich habe Ihre Musik schon immer bewundert. Es ist einzigartig und hat eine sehr reiche Geschichte. Ich bin sicher, wir werden es genießen. Wissen Sie, ob Führungen angeboten werden? Es kann eine gute Möglichkeit sein, mehr über die Stadt zu erfahren. Ich habe nachgesehen und es gibt einen Rundgang, der alle wichtigen historischen Stätten abdeckt. Dies scheint eine gute Möglichkeit zu sein, sich einen umfassenden Überblick zu verschaffen. Machen wir eine Reservierung für morgen. Ich werde dies tun. Vielleicht finden wir ein charmantes Café für einen Nachmittagskaffee. Ich habe gehört, dass Deutschland für seine Kaffeekultur bekannt ist. Ich freue mich darauf. Ich auch. Und wenn wir Zeit haben, sollten wir auch das ein oder andere Museum besuchen.
Hier gibt es auf jeden Fall viel Kunst und Geschichte zu entdecken. Ich bin froh, dass wir diese Reise gemeinsam geplant haben. Es wird zu einem tollen Erlebnis. Ebenso bei Michael. Ich hätte mir keinen besseren Reisebegleiter wünschen können. Hier in Deutschland schaffen sie unvergessliche Erinnerungen. Prost, Michael. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Guten Morgen, Michael. Wie geht es dir heute? Ich fühle mich ein wenig müde. Ich hatte einen langen Arbeitstag. Ich verstehe, manchmal kann es schwierig sein. Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin hier, um zu arbeiten und mich besser zu fühlen. Das ist der Geist. Beginnen wir mit einigen Aufwärmübungen. Hört sich gut an. Womit sollen wir beginnen? Wir können mit etwas Dehnung beginnen. Erreichen Sie Ihre Zehen. So was? Ja, genau so. 10 Sekunden lang gedrückt halten. Okay, das ist ein schönes Gefühl. Großartig. Jetzt machen wir ein paar Sprungbewegungen, um unsere Herzfrequenz zu erhöhen. Hampelmann, verstanden. 1, 2, 3, los. Wow, das ist schon ein Training. Es ist sicherlich. Kommen wir nun zum Laufband. Ich laufe nicht wirklich gern, aber okay. Wir müssen nicht schnell laufen. Nur ein leichtes Joggen zum Start. Okay, tun wir's. Wie wäre es mit 15 Minuten Laufen? Scheint beherrschbar. Lass uns gehen. Sie laufen 15 Minuten auf dem Laufband. Gute Arbeit, Michael. Das machst du toll. Danke, Maria. Mir geht es schon besser. Das ist die Magie des Trainings. Es steigert ihre Stimmung. Du hast recht. Ich sollte öfter ins Fitnessstudio gehen. Es ist auf jeden Fall gut für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden. Ich werde daran denken. Danke für die Schulung, Mary. Gern geschehen, Michael. Bis zum nächsten Mal. Neues Gespräch. Guten Morgen, Maria. Guten Morgen, Michael. Wie geht es dir heute? Mir geht's gut, danke. Hast du gestern Abend deine Hausaufgaben gemacht? Ja, ich habe es vor dem Abendessen beendet. Hast du getan? Nein, ich steckte in einem Film fest und hatte keine Zeit. Sie sollten versuchen, ihre Zeit besser einzuteilen. Ich weiß, daran muss ich arbeiten. Übrigens, hast du schon unseren neuen Lehrer kennengelernt? Ja, Frau Johnson, er ist wirklich nett, nicht wahr? Ja, es sieht toll aus. Was ist dein Lieblingsfach in der Schule? Der Englischunterricht gefällt mir sehr gut. In Ordnung, und du? Ich bevorzuge Mathe. Für mich schwieriger. Interessant. Ich finde Mathe schwierig. Keine Sorge. Ich kann Ihnen bei der Mathematik helfen, wenn Sie möchten. Danke. Das wäre toll. Was machst du normalerweise nach der Schule? Montags und mittwochs habe ich Fußballtraining. Das hört sich lustig an. Freitags spiele ich Basketball. Wir sollten unsere Freunde einladen, sich unsere Spiele anzusehen. Das ist eine gute Idee. Lass es uns tun. Haben Sie sich entschieden, was Sie sein wollen, wenn Sie erwachsen sind? Ich bin noch nicht sicher. Vielleicht ein Arzt oder ein Ingenieur. Ich möchte Lehrer werden. Ich liebe es, anderen beim Lernen zu helfen. Das ist ein edler Beruf. Ich bin sicher, dass Sie ein großartiger Lehrer sein werden. Danke, Michael. Welches ist Ihr Lieblingsbuch? Harry Potter hat mir wirklich gut gefallen. In Ordnung, und du?
Ich liebe To Kill a Mockingbird. Das ist ein Klassiker. Ich habe das noch nicht gelesen. Ich muss nachsehen. Auf jeden Fall eine Pflichtlektüre. Hast du ein Haustier? Ja. Ich habe einen Hund namens Maximal. Es ist sehr lustig. Ich habe eine Katze namens Mustache. Sie ist wirklich süß und flauschig. Vielleicht können Sie irgendwann einen Spieltermin vereinbaren. Das wäre so süß. Lasst uns planen. Was ist dein Plan für das Wochenende? Ich gehe am Samstag mit meiner Familie spazieren. Das klingt so lustig. Ich bleibe einfach zu Hause. Sie können sich entspannen und vielleicht mit Ihren Hausaufgaben fortfahren. Ja, das sollte ich unbedingt tun. Danke für das Erinnern. Es ist okay. Wir alle brauchen etwas Ruhe.